So stelle ich mir das Influencer-Leben vor. So zwei Posts pro Tag absetzen und nachher Gipfeli und Kaffee. Ich habe aber ein Problem, mir fehlt nämlich etwas. Das sind Follower. Was könnte man da dagegen machen? Ich habe knapp über 100 Follower. Andere Leute haben tausende, Millionen. An meinen Bildern kann es nicht liegen, die sind super. Die Leute kommen einfach nicht auf mein Profil. Das heisst, ich gehe zu den Leuten, ich setze wieder auf analog und bringe meine Bilder raus. Das heisst, es muss schnell gehen. Darum, kurzerhand, so einen Drucker besorgt. Ein Fotodrucker, ganz ein kleiner. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen billig aus. Direkt aus den 90er, mausgrau. Ist auch ein eine lödelige Angelegenheit. Aber Fotopapier ist drin, Kartusche 3. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon funktionieren. Wir machen einfach kurz einen Härtetest. Der Drucker steht, installiert, läuft alles drin. Direkt ein Selfie machen mit dem Drucker. Und es klingt ein bisschen wie ein Modem in den 90er. Voilà, das hat eigentlich gut funktioniert. Und ein Selfie kann ja nie schaden. Ohne App funktioniert natürlich gar nichts. Man braucht sie, um den Drucker überhaupt zu bedienen. Man kommt mit dem Drucker 2 Kartuschen über, 80 Fotopapier, macht schlussendlich etwa 50 Rappen pro Bild. Also liegt durchaus drin. So, noch ein Bild mit dem Bastian Becker. Man will ja zeigen, dass man die Leute kennt, oder? Also wenn man diese Bilder nicht massiv viel mehr Follower bescheren, das Selfie. Grandios. Also, dann weiß ich es auch nicht. Fotos haben wir jetzt. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwo her tun, natürlich. Was gibt es Besseres als das Bundeshaus Bern? Es ist sogar noch März, es hat immer viele Leute. Und als Influencer schaut man natürlich nicht einmal das Wetter. Wir machen das im grössten Chef. Das dauert jetzt vielleicht auch noch ein bisschen, dass ich die Follower habe, weil digital hast du es auch schneller aufgeladen. Der Drucker braucht es wenig, bis sie draußen sind. Von der Verbauung her ist er eher ein bisschen billig, ganz ehrlich. Er ist auch nicht wirklich handlich. Er ist ein bisschen zu gross, für das man irgendwie in einer Tasche mitnehmen könnte. Preislich 150 Franken, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es billigere Varianten, die kompakter sind, wie erwähnt. Und im Vergleich zu dem hier keine permanente Stromquellen brauchen. Aber der Drucker, ich muss sagen, er macht eigentlich schöne Bilder, druckt sie relativ schnell und dass man halt direkt ein Selfie machen kann. Die Ursprungsmission, mehr Follower überzukommen, muss ich mir vielleicht nochmal neu stecken, das Ziel, weil analog scheint nicht so gut zu funktionieren. Darum vielleicht die Digitalstrategie überdenken. Fuck!